Es heißt ja auch in der Heiligen Schrift, Johannes 8, 32, das hat wahrscheinlich auch mein Leben mitgeprägt, weil ich das in der Beziehung zu Josef Ratzinger zu meinem Lebensmotto gemacht habe. Die Wahrheit wird euch frei machen. Veritas liberabit vos. Das ist es. Die Wahrheit macht frei. Das tut gut. Die macht auch froh. Er hat mir sehr viel bedeutet. Ich hatte das große Glück, dass ich ihn als Siebenjähriger kennenlernen konnte. Seine besten Freunde waren auch, seine geistlichen besten Freunde waren auch die besten Freunde meiner Eltern. Und so habe ich ihn als ganz kleines Kind kennengelernt und hat mich von Anfang an fasziniert. Und der Kontakt ist immer geblieben. Er ist für mich, wie er selber mal zu mir gesagt hat, zu einer Art Vater geworden. Er hat mir mal gesagt, Sie müssen auch Vater Benedikt zu mir sagen und nicht Heiliger Vater, weil ich habe Sie schließlich geprägt wie ein Vater. Das sind nicht meine Worte, sondern sind seine Worte. Und er hat mich tatsächlich auch im theologischen Denken geprägt. Ich habe aufgrund der Lektüre des Buches Einführung ins Christentum, das mir mein Vater, mein leiblicher Vater, der auch Theologe war und Philosoph, gereicht hat, dass durch dieses Buch habe ich den Zugang zum Theologiestudium bekommen. Das hat mich auch durchs Theologiestudium begleitet. Er selber hat mich begleitet, Josef Ratzinger, mein Vater natürlich auch. Und er hat mich im Denken und in dem Suchen nach der Wahrheit sehr geprägt. Ich spüre, je älter ich werde, dass Papst Benedikt, Josef Ratzinger, auch derjenige gewesen ist, der mich in meinem Glaubensleben im Blick auf Gott als barmherzigen Vater sehr geprägt hat. Bei unserer letzten Begegnung, die ich im August 2022 haben durfte, habe ich ihm eine Statue, eine Bronzestatue des barmherzigen Vaters, des Kölner Künstlers Igino Weinert geschenkt. Und er hat sie sehr schön gefunden, er hat den Künstler sehr verehrt und die Kunst sehr geschätzt von Igino Weinert. Und dann habe ich ihm gesagt, diese Statue schenke ich Ihnen auch, weil ich je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich in jeder Begegnung mit Ihnen auch dem barmherzigen Vater begegnet bin. Und da hat er gestrahlt. Da hat er, als würde man sozusagen das Licht anmachen. Das Gesicht strahlte, er strahlte mich an und war sehr dankbar dafür. Ja, er hat mich sehr geprägt in der Klarheit und in der Suche nach dem, was wirklich wahr ist und in der Begegnung der Wahrheit, in der personifizierten Wahrheit mit Jesus Christus, der gewissermaßen das Bild für den barmherzigen Vater ist, für Gott selbst. Wie er mir das auch mal in einem Fernsehinterview gesagt hat, ich stelle mir nach dem Tode die Begegnung mit Gott vor, weil ich Christus liebe. Und das ist auch für mich sehr bewegend gewesen, dann zu erfahren, dass er zum Schluss gesagt hat, Herr, ich liebe dich. Das passt zu ihm. Sehr schön. Sie sind auch selber Journalist, waren selber oft auf Podiumsdiskussionen als Gast mit dabei, nicht als Moderator. Was hat Ihnen da immer Kraft gegeben, sich auch den Fragen zu stellen und zur Wahrheit zu stehen? Naja, also wenn man so einen inneren Kompass sucht und darum bittet, dann bekommt man ihn eigentlich auch. Wenn ich in schwierigen Diskussionen gewesen bin, habe ich eigentlich, das habe ich von einem afrikanischen Freund, mit dem ich eng verbunden bin, sehr früh gelernt, habe ich eigentlich immer zum Schluss gesagt, Holy Spirit, take over. Heiliger Geist, übernimm du jetzt. Man muss sich immer gut vorbereiten und dann muss man noch abgeben können. Man muss wissen, dass man ein Geschöpf Gottes ist, dass man sich auf Gott verlassen kann und dann gebe ich das auch ab. Das gibt mir dann auch Kraft und dann sage ich, wenn es jetzt irgendwie anders läuft als geplant, dann ist es vielleicht auch so gewesen, so gewollt gewesen. Also die Ausrichtung auf Jesus Christus ist für mich und für viele andere, und das hat wahrscheinlich auch mit Josef Ratzinger zu tun, sehr prägend und sehr stabilisierend immer gewesen. Das ist jetzt kein Automatismus, weil es eine Beziehung ist, weil man mit Christus, weil man mit Gott unterwegs ist und weil wir wissen, dass wir von ihm geliebt werden. Wenn man sich vorstellt als Mensch, dass dieser Gottessohn für jeden von uns, für Sie und für mich, für jeden Einzelnen am Kreuz gestorben ist, und hätte es nur Sie oder nur mich gegeben, wäre er am Kreuz gestorben, um uns zu erlösen. Das gibt unwahrscheinlich viel Kraft. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist in dieser Welt, aber ich glaube, man kann es tun. Man wird heute sehr schnell vernebelt und irritiert, dann wird da gesagt, umstritten. Wenn man eine Äußerung macht oder etwas sagt, was vielleicht nicht gerade in den Mainstream hineinpasst. Aber ich habe mal bei einem Vortrag, wo jemand dazwischen gerufen hat, Sie sind ja umstritten. Da waren 1000 Leute in dem Saal.
habe ich in die Richtung geguckt und gesagt, ich danke für dieses Kompliment. Und dann sagt er, das meine ich nicht als Kompliment, das meine ich als Kritik. Und dann habe ich gesagt, naja, ich versuche mich zu orientieren an einem, der so umstritten war, dass sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Der war nämlich auch umstritten. Aber er hat sich auf Gott ausgerichtet. Und wir Menschen können in dieser Welt und auch in diesen Zeiten der Irritation, das hat Benedikt XVI., das hat Josef Ratzinger uns vorgemacht, können wir uns ausrichten an dem, der nie enttäuscht, der nie trügt, der immer die Wahrheit ist. Oder wie es Johannes Paul II. 1996 bei seiner berühmten Rede am Brandenburger Tor gesagt hat, der Mensch ist zur Freiheit berufen. Der Mensch ist zur Freiheit berufen und diese Freiheit hat einen Namen, Jesus Christus. Und man könnte ergänzen im Sinne von Johannes Paul und Benedikt XVI., die Wahrheit hat einen Namen, Jesus Christus. Und das macht froh, frei, stark, mutig und auch unabhängig.